Die Firma ePubli, neuerdings auch NeoPubli genannt, ist eine Firma, bei der ich jahrelang im Self-Publishing Bücher verkauft habe. Ungefähr 10 würde ich schätzen. Als es dann eine besondere Preisaktion gab, an der ich mitmachen wollte, erschien am Ende ein teurerer Preis als normal. Ich schrieb die Firma an und tat meinen Unmut kund. Entschuldigung, meinen Unmut kund. Allerdings in normaler Form. Man antwortete mir, ich habe da sicherlich etwas falsch gemacht, da könnte man halt nichts machen. Ich soll doch einfach nochmal dasselbe bestellen, dann hätte ich ja mehr Vorrat und wenn ich es dann richtig mache, dann hätte ich ja beim zweiten Mal meinen Rabatt. Ich schrieb, dass mir das nicht gefällt und dass ich darüber gern weiter reden würde. Daraufhin erhielt ich lange Zeit keine Antwort mehr. Ich schrieb dann nochmals, dass ich, wenn man mit mir nicht reden möchte, ich dieses Thema gern in der Öffentlichkeit, im Internet diskutieren werde. Daraufhin kündigte mir ePubli unter Berufung auf den Vertrag, in dem steht, dass die Firma jederzeit fristlos ohne Angabe von Gründen kündigen darf. Nun ja, zu etlichen meiner Bücher hatte ich aber Visitenkarten, also Wärmekärtchen, drucken lassen. Diese sind in hoher Anzahl unterwegs und enthalten nun falsche Angaben. Das Buch ist bei ePubli, die Bücher sind bei ePubli nicht mehr zu erhalten und auch die ISBN ist falsch. Ich habe auch noch hunderte von diesen Kärtchen übrig, die alle nun wertlos sind. Ich habe jetzt beim Verlag Books on Demand, BOD, 10 Bücher neu eingestellt. Das kostet mich jedes Mal einiges an Arbeit und jeweils 19,99 €. Die vielen Kärtchen, die ich übrig habe, möchte ich aber ePubli demnächst zuschicken. Warum sollte ich mich um die Entsorgung kümmern? Es sind dies eine ganze Menge. Der Umwelteffekt ist natürlich auch sehr, sehr unschön. Aber wie gesagt, ePubli hat Bezugsquelle angegeben. Stimmt leider nicht mehr. Und vor allen Dingen, die ISBN ist falsch. Man hat mich also an meinem Geldbeutel. Man hat mich also an meinem Geldbeutel geschädigt. Mein Ruf ist, denke ich, auch angekratzt, weil er schon falsche Werbekärtchen produziert, scheinbar, und verteilt. Was ist das für ein Mensch? Wie zuverlässig ist er? Wie viel kann man auf sein Wort noch geben? Vom Geldbeutel sprach ich schon und von der Arbeit. 10 Bücher neu einzustellen bei einem Self-Publishing-Verlag ist nicht dasselbe, wie sie einem Verlag zu melden, sondern ist mit einiger Formatierungs-, Upload- und Überarbeitungs-Dingen versehen.
Ich mache es jetzt mal ein bisschen schneller. Das sind wie gesagt nur die restlichen Karten. Ich schätze, keine Umwelt kann man hier nicht sagen. All diese Kärtchen müssen weg. Herzlichen Dank, Epumi. Ihr seid formal natürlich im Recht. Ihr dürft das. Man muss unterschreiben, sonst kann man nicht veröffentlichen. Ihr dürft jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. Und das habt ihr getan. Und ich kann jeden nur vor euch warnen. Murgatambu, Magister Artium, also called Murgatambloch. Auf Wiedersehen.